Ja, hallo und herzlich willkommen. Also, ich zeige euch heute einen Trick, um Katzen von Sachen fernzuhalten oder aus Räumen fernzuhalten, wo sie nicht rein sollen. Und ja, was ihr dazu braucht, ist eigentlich nur schwarzer Pfeffer. Hier, warte mal. Ja, dann braucht ihr halt eine Katze, die da liegt. So. Also den Pfeffer müsst ihr auf eine Stelle streuen, da wo sie nicht lang soll oder nicht hin soll. Da müsst ihr entweder, also ich mach das jetzt mal hier. Also wir haben hier einen Weg. So, sagen wir mal da, soll sie nicht rein in das Dings, in den Raum. So, dann haben wir hier unseren Pfeffer. So, ziehen wir mal hier so eine Linie, so eine kleine. Eigentlich sollte man es nicht zu dick machen. So. So, dann haben wir hier eine Pfefferspur, so. Also, die Katze hole ich gleich und dann warten wir mal, bis sie hier lang geht und dann sehen wir mal, was passiert. So, ihr seht, sie sitzt da hinten in der Ecke, die sitzt da jetzt schon einige Zeit, also ich warte schon die ganze Zeit und sie geht da nicht lang, weil sie halt diesen Geruch von dem Pfeffer sehr stark in der Nase spürt. Und ja, es ist nicht schädlich. Aber halt, es hindert sie daran, da lang zu gehen oder irgendwie. Man kann es auch perfekt in die Pflanze reinstreuen und ja, dass sie dann nicht an Pflanzen geht oder so. Und ja, also man muss es nicht liegen lassen. Man kann es auch noch ein paar Tage liegen lassen und danach merkt sich später, dass sie da nicht rein darf. Und ja, das war's eigentlich. Und ich hoffe, es hat euch geholfen. Also ihr könnt es ausnutzen, diesen Trick oder diesen Tipp. Und ja, bis denne.